Hallo zusammen. In dem heutigen Video soll es um lineare Gleichungssysteme gehen. Lineare Gleichungssysteme können ganz unterschiedlich ausschauen. Das hier ist ein lineares Gleichungssystem. Genauso wie das hier. Oder auch das. Oder das. Aber alle haben sie eins gemeinsam. Wenn man sich dieses lineare Gleichungssystem dann mal anschaut, sie bestehen immer aus zwei Gleichungen, und zwar aus linearen Gleichungen. Diese beiden linearen Gleichungen werden immer bezeichnet mit dem römisch 1 für die erste lineare Gleichung und dem römisch 2 für die zweite lineare Gleichung. Wichtig ist bei linearen Gleichungssystemen auch, sie müssen gleichzeitig gelten, um eine Lösung rauszufinden. Ja, Lösung rauszufinden bedeutet also, ich möchte am Ende dieses lineare Gleichungssystem komplett so gelöst haben, dass ich für x einen Wert rausbekomme und für y einen Wert. Und wenn ich den hier einsetze, kommt eine wahre Aussage raus. Und wenn ich ihn hier einsetze, kommt auch eine wahre Aussage raus. Das ist Hintergrund eines linearen Gleichungssystems. Um das noch etwas besser verstehen zu können, schauen wir uns jetzt mal den geometrischen Hintergrund eines linearen Gleichungssystems an. Ein lineares Gleichungssystem ist im Prinzip nichts anderes als erste Gleichung. Und wenn wir jetzt schon sagen lineare Gleichung, dann steckt dahinter nichts anderes als eine Geradengleichung. Die zweite Gleichung. Und dann seht ihr, die erste Gleichung kann dargestellt werden als eine Gerade. Und die zweite ganz genauso, eine andere Gerade. Wenn ich diese beiden Geraden also richtig eingezeichnet habe, ergibt sich aus den beiden ein Schnittpunkt. Und dieser Schnittpunkt ist genau der Punkt, also seine x- und seine y-Koordinate, der dann dieses Gleichungssystem komplett erfüllt. Damit haben wir jetzt also auch eine Möglichkeit gefunden, wie wir lineare Gleichungssysteme lösen können. Und zwar ist es die geometrische oder zeichnerische Variante. Wir schauen uns dazu jetzt mal ein lineares Gleichungssystem an und wollen schauen, wie wir das durch eine zeichnerische Variante lösen können, also x und y so bestimmen können, dass das lineare Gleichungssystem gelöst ist. Dazu schauen wir uns dieses lineare Gleichungssystem an. Ja, jetzt müssen wir natürlich aber da noch ein paar andere Sachen anstellen vorher, bevor wir das wirklich auch zeichnerisch umsetzen können. Denn um es zeichnerisch umzusetzen, brauchen wir ja eine Form, wie wir sie hier oben finden. Das heißt also, wir müssen die zweite Gleichung hier auch in die Normalform bringen. Ja? Dazu sind jetzt Schritte notwendig. Wir müssen zunächst der zweiten Gleichung dieses Aussehen beibringen, also wir müssen diese Normalform herstellen. Dazu muss zunächst schon mal das minus y mit plus y auf die andere Seite. Das heißt, ich erhalte wieder eine Gleichung. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr euch mal angewöhnt, dass diese linearen Gleichungssysteme immer zusammengehören. Das heißt also, ich werde nie die eine Gleichung ohne die andere hinschreiben. Sondern es gehört immer, auch wenn nur in einer Zeile, in einer einzigen Gleichung eine Umformung stattfindet, schreibt ihr immer das gemeinsame lineare Gleichungssystem zusammen wieder ab. Ja, auch hier ist jetzt nur ein Schritt passiert, nämlich nur plus y in der untersten Gleichung. Jetzt passiert nochmal ein Schritt, wir müssen es ja in die Form y ist gleich m mal x plus t bringen. Also das heißt hier jetzt noch mit minus 2x das Ganze auf die andere Seite. Und dennoch schreibe ich wieder die erste Gleichung, obwohl da nichts passiert, einfach wieder ab. Die zweite Gleichung, hier habe ich was verändert. Und jetzt habe ich auch die Form dastehen, die ich brauche, nämlich meine Normalform. Und jetzt habe ich mein lineares Gleichungssystem so umgeformt, dass ich beide Gleichungen zeichnerisch darstellen kann. Das Ganze sieht dann so aus. Und was ich jetzt wieder darstellen kann, ich habe meine erste Gleichung, kann ich hier als Gerade darstellen. Die zweite Gleichung habe ich hier als Gerade dargestellt. Und dann kann ich hier einen Schnittpunkt ablesen.
Dieser Schnittpunkt hat für unser Beispiel jetzt hier die Koordinaten 2 und 4. Und das heißt jetzt, diese Koordinaten 2 und 4, die x-Koordinate 2 und die y-Koordinate 4, das ist meine Lösung dieses linearen Gleichungssystems. Und ihr seht schon, es ist ein lineares Gleichungssystem und deswegen habe ich nach dem linearen Gleichungssystem eine Lösung und die wird auch wieder in einer Lösungsmenge, so wie wir das kennen, zusammengefasst. Also richtig sauber hinschreiben bitte als Lösungsmenge und nicht einfach nur irgendwie als Schnittpunkt im Koordinatensystem stehen lassen. So, ich habe euch mal ein weiteres lineares Gleichungssystem hier aufgeschrieben. Hat auf der einen Seite den Zweck, dass ihr nochmal üben sollt, das Ganze wieder umzuformen. Und zwar in dem Fall, das seht ihr schon, die oberste Gleichung muss wieder auf Normalform gebracht werden. Und zum Zweiten sollt ihr daran eine weiterführende Frage einfach mal klären. Wo stößt dieses Verfahren, dieses geometrische oder zeichnerische Verfahren, an seine Grenzen? Und das werdet ihr hier an diesem linearen Gleichungssystem schon erkennen. Ja, also versucht mal das durchzuführen, dann anschließend das Ganze zu zeichnen, versucht den Schnittpunkt abzulesen und versucht bitte ein Problem zu formulieren. Und dieses Problem, ja, was es genau für ein Problem ist, werdet ihr in nächster Zeit dann erfahren, entweder in einem Video oder im Unterricht.